Ja, bin ich. Würde ich gerne. Der Typ redet ja nicht mehr mit mir. Haben Sie dir den Arsch schon mit Honig eingeschmiert, Held? Der hier hat, glaube ich, eine andere Quest für mich. Ich weiß also nicht, was ich tun soll. Ich kann doch nicht mein Hühnchen töten. Jemand zu Hause? Unwichtige Menschen. Okay. Ja! Gut. Dann nicht. Wenn der die Hilfe reden möchte. Okay. Ja, ich habe jetzt auch gerade überhaupt keine Ahnung. Ist mir jetzt auch gerade ein bisschen egal. Wer nicht will, der hat schon. Ja, vor allem, es ergibt halt auch überhaupt keinen Sinn. Weißt du, da wird einem schon der Punkt angezeigt. Du kannst da aber nichts machen. So, hier ist ein Boot. Dann nehmen wir von da aus einfach das Boot. Ja, besser als wenn ich mich da jetzt abmühe und weiter drumherum suche. Dann lieber eine andere Quest. Desto schneller sehe ich Ciri, Chris und Yennefer wieder. Außer Yennefer. Yennefer will ich nicht wiedersehen. Yennefer kann mir gestohlen bleiben. Ich kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Die gute Frau brauche ich nicht. Zumindest nicht in diesem Durchgang. Weil ich deren Love Story gar nicht sehen will. Ja, dir eine gute Nacht. Wir schreiben morgen, denke ich. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und eine wundervolle Nacht. Und wir versuchen jetzt hier nicht gegen irgendwelche Felsen zu segeln. Ich könnte mich teuer zu drehen kommen. Ein bisschen zittrig. Ja, dann unbedingt was essen. Essen ist wichtig. Ja. Geralt. Da ist wieder dieses Symbol, das kennen wir schon. Das haben wir schon mal gesehen. Lang, lang ist her. So sieht man sich wieder. Tachchen. Und? Hast du es dir überlegt? Willst du die Großbartbrüder mit mir jagen? Ja, wir können sie zusammen jagen. Großartig. Dann nichts wie los. Ich habe ihre Spur gefunden. Sie können nicht weit sein. Nee, ich laufe nicht weg. Keine Angst. Ich bleibe hier eisern sitzen. Oh mein Gott, speichern. Wer weiß, was passiert. Ich möchte es gar nicht genau wissen. Das ist eine Art Mutant. Geralt. Wegen meiner Blödheit musst du jetzt... Danke.
Deine Mutter hat dich rausgeschossen. Ja, ja, meine Mutter hat mich rausgeschossen. Ich weiß es doch. Was anderes höre ich doch schon gar nicht mehr von euch. Das lief ja so gut wie erwartet. Vielleicht arbeiten wir mal wieder zusammen. Du scheinst ein Händchen dafür zu haben. Danke, einmal reicht. Bis dann. Bye bye. Immer wiedersehen. So, ja, das ging jetzt doch verhältnismäßig schnell. Da ist Kiste. Kiste nehmen wir an uns. Das stumpfe Ball brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das Netz nehmen wir auch mit. Das brauchen wir auch nicht. So, welche Nebenquests haben wir noch? Das gestohlene Horn. Das müssen wir jetzt einmal wieder zurückbringen. Nach dort hinten. Wir kommen zurück. Natürlich gibt es da keinen. Okay. Müssen wir nach da hinten. Okay. Aber kein Problem. Kriegen wir wunderbar hin. Bis jetzt nur gern. Ah, da. Hier ist unser Schnellreifer. Dingelchen. Dann einmal. Hier hinten. Den Weg können wir dann wieder mit Plötze machen. Und da kommt es angerannt. Ach, hier. Lauf, Plötze. Ja, lauf. Lauf, mein treues Ross. Und bitte bleib diesmal nicht wieder im Felsen stecken. Wäre nicht so vor der. Der Händler ist aber nicht weit gekommen seit dem letzten Mal, wo wir hier lang geritten sind. Der war dann gerade mal hier vorne, glaube ich. Oder er ist gerade wieder auf dem Rückweg. Also, ne? War wieder an dem Ort und ist dann wieder zurückgegangen. Wer weiß das schon? Los. Wenigstens müssen wir diesmal nicht nach ganz oben. Ich glaube, dann hätte ich geschrien. War ein Akt, da hochzukommen. Und weil die hätten ja auch ruhig einen Schnellreisepunkt hinstellen können. Hätte ich schade drum gewesen. Ja, wer auch immer das da gerade gesagt hat, aber ja, ich meine. Uwe, das reicht. Warte, warte. Langsam. Grüß dich, Reisender. Ich hab vergessen anzukaufen, als wir einfach mal zum Kräuter. Ich brauch mal überlegen, ob das Sinn macht. Was ist denn mit dieser Entscheidung? Ja, ich kenne es. Ich kenne das zu Genüge. Ich bin ja froh, dass ich heute relativ... Hier ist ein gestohlenes Horn zurück. Ja, lang machen kann. Und die Diebe habe ich getötet. Ich bin ja auch Schade. Eher so ein... Das waren keine bösen Männer. Nachtmensch. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wo ist meine Belohnung? Zum Leidwesen meines Freundes. Und erschlag nächstes Mal Monster, verdammt. So. Ich habe das Gefühl, dass hier wird immer mehr. Statt weniger.
Schade, dass ich Quest nicht einfach abbrechen kann. Ach, das war das Ding hier mit den Dörflern. Oh, das ist schon wieder da oben. Habe ich nicht noch die Hexeraufträge, die hier auf der Hauptinsel sind? Ne, die ist auch da oben. Ne, die ist hier. Länder. Dann machen wir erstmal die Hexeraufträge. Ist die verletzt? Mein Papa war auch so blöd. Erst ein paar Hexeraufträge. Dann wechseln wir bestimmt noch zumindest für eine Aufgabe der Hauptquest noch zurück. Je nachdem, wie wir mit den Hexeraufträgen vorankommen. Reicht ja, dass wir. Da ist der Händler schon wieder. Dass wir jetzt diese Ecke hier nochmal zurückreiten müssen. Und dann spiel ich nachgedacht. Sehr gerne. Da brauchst du dich auch nicht bedanken. Hab ich gern gemacht. Wir fanden das Gespräch auch sehr schön. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, ablenken. Jo. Hier so ein bisschen beistehen da. Seitenansicht von Plötze ist aber auch cool. Wow! Man sollte aber auch aufpassen, wo man hinreitet. Und kommt auch vor der Straße ab. So. Bin ich froh, dass. Nein! Ich bin am Schnellreisepunkt vorbei. Oh. Hält mir leid. Was guckst du denn so? Darf ich nicht gucken? So. Raus, 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 raus. Rein, 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 rein. Dahin. Euch geht's hier gut, was? Ja. Ich hab gehört, dass es in den Hügel ist. Jungs, wohin segelt ihr diesmal? Speichern zwischendurch. Ich möchte mich auf das automatische Speichern nicht immer verlassen. Da bist du auf den Inseln kaum Fremde. Hallo. Sei gegrüßt, Hexer. Komische Stimme. Ich bin wegen der vermissten Bergleute hier. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? In den nördlichen Hügeln soll es Silber geben. Weil wir Geld für die Langschiffe brauchen, für unsere Überfälle, haben wir einige Kerle geschickt, um nachzusehen. Sie sind nicht zurückgekommen. In den Hügeln gibt es nicht viel Silber, dafür aber Monster. Ich sehe nach, ob die Bergleute auf welche gestoßen sind. Ich danke dir, Hexer. Das ist ja seltsam. Gut, scheint aber nicht so weit weg zu sein. Hier können wir mal wieder zu Fuß hin. Vielleicht lernen wir in irgendeiner tiefen Schlucht und kommen nicht mehr hinaus. Was haben wir denn da?
Komm. Solange es keine Nebelinge sind, ist mir das relativ egal hier an Gegnern. Oder Sirenen. Sirenen möchte ich jetzt auch nicht mehr haben. Ich kann nicht noch. Auf. Ja. Ohne Schlaggeräusche einfach vom Pferd gefallen. Echt? Wie cool, dass man den hört. Jo, und wieder mit Textersehnen arbeiten. Mag ich ja gar nicht. Fußabdrücke. Bin ich kein Menschlich. Freund von diesen Hexersinn. Also mal, es ist okay. Aber jetzt nach diesen Perlen tauchen. Sie sind auf eine große Ader gestoßen. Aber etwas nervig. Lief schief. Wir fragen, wie du gemacht hast. In Beziehung oder Freundschaft, dann innerhalb ich viel gezeigt. Mein Gott, Schuss auf Sicherheit für mich ist. Kann ich nachvollziehen. Auch die Angstzeit. Ich hoffe, dass du, was das angeht, irgendwann auch wieder anderen Leuten vertrauen kannst. Auch wenn es schwer zu glauben ist, es sind nicht alle Menschen scheiße. Viele, aber nicht alle. Es dauert nur Ewigkeit, bis man halt wirklich die richtigen Menschen findet und auch weiß, wer die richtigen Menschen sind. Das hat bei mir auch Ewigkeiten gedauert. Wunden von einem überhaupt stumpfen zu erkennen. Gegenstand. Und wer meine wahren Freunde sind und wer es halt eben nicht ist. Hier ist jemand gekrochen, mit gebrochenem Bein. Gebrochenem Bein. Den Tisch dort ein Bein. Das war nicht so. Nicht der Wind hat die Bäume gefällt. Das war etwas anderes. Was Großes. Zyklop, Riese, Troll. Hab ich irgendwas vergessen? Zertrümmerte Knochen. Menschenknochen. Ein Felstroll. Sieht ganz so aus. War mir doch irgendwie klar. Wum a wum. Ein geiler Name. Warte, ich will reden. Jetzt plötzlich? Wer sagt, dass ich gehen will? Reden. Reden. Aber du still. Oder troll dich wum a wum wie sie. Genau. Warum hast du bei ihnen Wum gemacht? Sie in Haus von Troll laufen. Troll sagen raus, Männer, aber sie wumm-a-wumm Trollfelsen, also Troll auch wumm. Tut mir leid, das kann ich leider nicht zulassen. Aua. Gerard, das war relativ dumm. Du hättest keinen Schaden eingesteckt, in dem Sinne, am Anfang. Wenn du mich einfach in Helders töten lässt. Ich meine, tut mir ja leid um den, aber. Ich mag Trolle eh nicht so nötig. So, Kiste. Ja, das glaube ich, dass es heftig war. Wie gesagt, kenne ich von mir da zu Genüge. Die Erfahrung habe ich auch.
machen müssen vor einigen Jahren. Noch lange bevor ich meinen Freund kennengelernt habe. Was heißt lange? Kurz davor. Da war es bei mir ähnlich. Also sagen wir so, die Trolle sind eigentlich schon ganz cool. Aber ich bin halt einfach kein Trollmensch. Ja. Ich kann denen nichts abgewinnen. Wir haben da immer noch Punkte zu verteilen, ne? Pferdchen. Mit Pferdchen geht alles um einiges schneller. Die meisten sind Pilzen, aber sympathisch. Ja gut, das stimmt. Ah ja, okay. Von hier aus kann ich Schnellreise machen. Ups. Das ist natürlich hier möglich. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mumie. Ja, nicht alle Mumien leben noch. Kurzküche, okay, bis gleich. Sei gegrüßt, Hexer. Diese Stimme. Ich habe die Bergleute. Hat jemand? Nein. Nein, aber der Troll wird keine weiteren Probleme machen. Ein kleiner Trost. Die Belohnung habe ich aber trotzdem verdient. Ja, hier. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Danke. Wo ist die Quest? Okay, die ist auf der Insel. Die ist da hinten. Die können wir doch auch machen. Seltsam. Werden wir uns auch einmal schnell Reise hinbegeben. Ich weiß, das machen wir jetzt gerade sehr oft, aber das geht jetzt halt schneller, als wenn ich überall zu Fuß hinrennen würde. In diese Richtung. Wie ist der, wir sind eigentlich? Ah, 32, okay. Mir sind diese Fächer, die ich hier habe, einfach zu wenig. Oh, mehr Fächer. Viel mehr Fächer. Was machen? Bombe kann ich herstellen. Der Wagen. Ich muss mich umsehen. Das ist wohl der Kollege des Fahrers.
Komisch. Scheint eher an Altersschwäche als an Verletzungen gestorben zu sein. Es hat Wunden wie von Klauen in den Flanken. Aber eine Kiefersperre und einen durchgedrückten Rücken hat es auch. Könnte an Tetanus gestorben sein. Könnte also so vieles möglich sein. Wir werden beobachtet. Glaube ich. Noch ein Troll. Das war knapp. Mir ist, als sei das kein Zufall gewesen. Mal nachsehen. Der Kerl. Wieder irgendein Troll. Steinriese. Kann ich hier irgendwo... Die Furche ist noch frisch. Der Felsen muss hier durchgerollt sein. Hey Adi, schön, dass du reinschaust. So später Stunde. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Bist ja eine schöne Woche. Hier kam der Felsen her. Ich glaube, da sind Spuren. So, dann folgen wir doch mal den Spuren. Ein Neckar. Muss durch den Schlamm gewartet sein, bevor er hier ankam. Ein Neckar kann so einen fetten Felsen rollen? Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber passt. Ah, das ist okay. Hier sind erstmal Böse. Jede Menge. Ich habe das Gefühl, Rudel werden einfach immer größer. Tut mir leid. Jetzt habe ich vielleicht die Decke auf dem Kopf. Wieso das denn, wenn ich fragen darf? Oder wegen der ganzen Pandemie-Sache? Huren führen hier rein. Ach Mist, okay. Wurde erst mal speichern. Was geht hier vor? Stelle ich mir auch. Ah ja. Das glaube ich. Ist halt. Ja, ist halt eigentlich alles scheiße, ne? Da kann man leider nichts gegen machen. Ich bin ja froh, dass ich nicht in der Stadt wohne. Und so noch relativ viel quasi machen kann. Damit ich halt rauskomme und so. Aber ich hätte auch nichts dagegen, mal wieder ins Kino zu gehen oder halt so ein bisschen Normalität in den Alltag zu bringen. Wäre schon schön, aber ja. Bleibt leider nur abwarten und Tee trinken. Sag. Ihr kleinen Mist. Ich alte ist das Ding so. Ich dachte, hier soll ein Lecker drin sein und keine Kopfschütteln. So. Wir haben hier so viel Rams. So, brauchen wir noch irgendwas? Doch die Schwerter könnte ich einmal. Nee, 90 brauche ich nicht. So. Gut, das brauchen wir auch nicht. Mal Monsterspeichel. Oh, das hat schon wieder etwas gedauert. Ja, auf jeden Fall, willkommen zurück.
Aber ja, kenne ich. Kräuter klein Schnipschen ist immer eine sehr schöne Aufgabe. Kenne ich auch. Musste ich vorhin auch machen. Als ich Chinesisch gekocht habe. Muss ich halt auch die Kräuter wechseln. Alles andere geht relativ schnell, aber dann halt wirklich. Oder so auf die gewünschte. Oder Zwiebeln schneiden. Zwiebeln schneiden mag ich auch überhaupt nicht. Also ich mag den Duft von Zwiebeln. Aber ich mag die Tränen in den Augen nicht. Ausgehöhlt wie ein Stiefel. Jemand hat ihn beim Rennen verloren. Die Sache wird interessanter.